Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute gibt es die zweite Challenge, die ich von Epic Games bekommen habe, und zwar sicher und präzise. Lade nach jedem Schuss deine Waffe nach, automatisches Nachladen muss deaktiviert werden. Only Sniper, Only Raketenwerfer ist nicht erlaubt und gewinne das Spiel im Solo, Duo oder Squad, und für meine Mitspieler gelten dieselben Regeln. Ich habe es natürlich im Solo gemacht, und ob ich die Runde geschafft habe oder nicht, seht ihr auf jeden Fall in diesem Video. Droppt mir schon mal einen fetten Daumen nach oben, ich würde mich mega drüber freuen, und falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, geht auch gerne in den Fortnite Item Shop unten rechts auf Unterstütze einen Creator und gebt Fix ein. Das wäre eine Ehrenaktion. Ja, Leute, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go! So, okay. Ich brauche eine Deagle, ich brauche eine Sniper oder Hunting Rifle und ich brauche eine Pump. Wo lande ich am besten? Ich glaube, vielleicht bin ich ein bisschen zu spät für da. Ich glaube, ich lande dort oben. Im Fenster. Oh, schmeckt? Oh, Leute, jetzt wird erstmal gelootet, ey. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Loot, loot. Da haben wir noch eine Pump. Nice, da haben wir noch einen Biggie. Uff, Digga. Uff, schmeckt. Deagle, 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 Deagle. Ah. Okay, ich glaube, ich nehme doch die AK. Die macht einen guten Hit. Und Nachladen dauert zwar normal, aber für den Hit lohnt sich die mehr als die AR. Und ich kann ein bisschen was auf Range machen, solange ich noch keine Deagle habe. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier oben niemand gelandet ist. Würde gerne ein paar Kills machen. Scheiß drauf. Ich würde sagen, wir... Oh, da ist jemand. Merci, mein Freund. Danke fürs Auffangen, ey. Okay, funktioniert gut. Sniper ist verboten. Nee, Sniper ist nicht verboten. Nur Only Sniper ist verboten. Das heißt, wenn ich theoretisch jetzt nur Sniper spielen würde, das wäre verboten. Oder Only Raketenwerfer. Ich denke, ich darf schon mitnehmen, soweit ich weiß. Bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, aber solange ich nicht Only das Spiel, ist nicht verboten. Von daher, pam, gibt's die Hits auf die Schnauze mit der Snipe. Und die AK funktioniert relativ gut, ne? Ich hoffe, ich finde noch eine Deagle, ey. Deagle wird richtig gut schmecken. Yeah, yeah. Oh, nice. Wir können auch fliegen, Leute. Let's go. Vroom, vroom. Leute, wer von euch kann fliegen mit dem Auto? Schreibt's mal in den Chat. Schreibt mal ja oder nein in den Chat. Ich habe ja mal ein Tutorial auch dazu gemacht. Falls ihr das lernen wollt, schaut auf meinen Channel. Aber wer von euch kann hier so fliegen? Das würde mich interessieren. Weil das ist seit ungefähr... Puff. Ist schon ewig lang drinnen. Aber irgendwie macht Epic Games nicht dagegen, ne? Entweder ist es gewollt oder... Double Backflip! Ah! Danke, Bro. Oh, goldene AK. Nehme ich gerne. Hab gewusst, ich habe jemand gehört. Ah!
Ich muss reloaden. Nice one. Nice, nice, nice. Die Challenge ist schon geil, weil man die ganze Zeit seine Waffen reloaded hat. Es ist nicht so, dass man schießt und dann klick. Oh, ich habe nicht nachgeladen. Aber man darf halt leider auch nicht so viel schießen, ne? Ja, ich wäre gestorben. Mir ist schon einmal passiert, Alter, dass ich mit dem Quad einfach rausgeflogen bin aus Versehen. Ich bin so aufgebounced und dann rest in peace. Okay, so ein Turret, ne? Zu was zählt so ein Turret eigentlich? Chat. Es ist ja nicht explizit verboten, so ein Turret zu usen. Da stellt sich mir schon die Frage, darf ich den dann benutzen? Oh fuck, der ist ja da oben. Easy! Easy tot! Muss einfach ein bisschen safe machen, Leute. Ich gehe jetzt dahinter und mache einfach ein bisschen safe und warte drauf, dass die Leute dumme Fehler machen. Wir haben zwar nicht so viel Kills wie in der ersten Challenge, aber es steht ja auch keine Killzahl dabei oder so, deswegen alles easy. Ich hoffe halt nicht, dass es only Sniper ist, aber an sich ist es ja nicht only Snipe, würde ich sagen. Hab ja auch mit anderen Waffen schon Leute getötet und so. Und snipen darf ich ja. Ach komm. Nice. Ja, toll, ich kann nicht mal kaputt sprayen, Alter. Ja, ja, Leute. Und tschüss. Schon gerne auch ein Rocket Launcher. Ich muss, glaube ich, auf Close gehen. Ich glaube, ich muss auf Close Range gehen. Ist schlimm, wie die sweaten hier, ey. Finde ich schon krass. Wir chillen einfach, Leute. Du benutzt so oft die Sniper? Nein, ich habe bis jetzt einen mit der Sniper getötet. Ich kann doch so oft schießen, wie ich will. Schau mal, ich habe 5 Kills gemacht und davon 4 nicht mit der Sniper. Ich trinke mal einen Slurp. Alter, was ist das für ein Modus gerade? Aber schau mal. Tower, Tower, Tower. Ich Tower. Der da hinten auch Tower. Aber ich habe einen Grund zum Towern. Ich darf nicht viel schießen. Ich sitze hier und weine, weil ich nach jedem Schuss nachladen muss. Diegel. Let's go. Aber auf jeden Fall habe ich genug Mats. Das steht schon mal fest. Das ist schon mal nicht schlecht.
Let's go! Du Trottel, Alter! Du Trottel! GG, Alter! Ah, yes! Yes! Zweite Challenge schon geschafft, Leute! Das heißt, ich habe jetzt schon einmal safe Merchandise für euch rausgeholt, Leute. Einmal Fortnite Merchandise für euch. Oh mein Gott! Nice one! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nice, Mann. Richtig nice. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wann und wie der Merch verlost wird, sage ich euch noch. Aber es findet eine kleine Special-Verlosung statt für alle Leute, die das Video bis hier hingucken. Und zwar in meinem Twitch-Livestream. Erster Link in der Beschreibung. Kommt rüber, ich verlose heute 1000 V-Bucks in meinem Stream. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Und natürlich am Ende des Videos nur die aktivsten Zuschauer wissen davon Bescheid. Wir sehen uns gleich auf Twitch. Erster Link. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Bis gleich.